Ihr wollt mich bekämpfen? So sei es. Ihr werdet euch meiner Überlegenheit beugen, Sterblicher. Ich kann... Ihr habt den Dämon besiegt. Ich hätte nie gedacht, hätte nie erwartet, dass ihr euch befreien könnt. Uns beide sogar. Wenn ihr zurück seid, nehmt die Litanei von Adrala von meiner Leiche. Sie wird euch vor der schlimmsten Blutmagie beschützen. Ich kann nicht mit euch gehen. Ich bin schon zu lange hier. Für euch war es wie ein Mittagsschlaf. Euer Körper ist in der realen Welt nicht verfallen, während euer Geist in den Klauen eines Dämons war. Jede Minute meines Hierseins hat der Dämon der Trägheit mein Leben abgesaugt, um damit den Albtraum dieses Reichs aufrechtzuerhalten. Es ist kaum noch etwas übrig. Ich war nie dazu bestimmt, den Zirkel zu retten. Oder das alles auch nur zu überleben. Ich sterbe. So einfach ist das. Danke. Aber für mich ist es zu spät. Ich fürchte nicht, was kommt. Es heißt, im Tod kehren wir zum Erbauer zurück. Und das ist ja nicht wirklich schlimm. Ich bedauere nur, dass ich den Zirkel nicht retten konnte. Aber ihr? Ihr könnt es. Nehmt die Litanei von meiner Leiche, wenn ihr zurückkehrt. Es ist wichtig. Ich bin kein Held. Es war dumm, einer sein zu wollen. Je finsterer die Zeiten, desto größer die Heldentaten? Da könntet ihr recht haben. Bevor ich zum Zirkel gebracht wurde, sagte meine Mutter, ich sei zu großem berufen. Zu mehr, als meine Ahnen sich je erträumt hätten.
Hoffentlich habe ich sie nicht enttäuscht. Wir müssen uns jetzt beide auf den Weg machen. Vergesst die Litanei von Adrala nicht. Nun zählt nur noch der Zirkel. Danke und lebt wohl. In Freundschaft. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Schon gut, schon gut. Könnte das machen. Schon wieder? Ich weiß, wer ihr seid. Es funktioniert nicht mehr. Ich bleibe stark. Er ist erschöpft. Und dieser Käfig. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ganz ruhig. Wir helfen euch. Genug der Vision. Wenn etwas in euch menschlich ist, tötet mich und beendet dieses Spiel. Er fantasiert. Er wurde gefoltert und Nahrung und Wasser hat er sicher auch nicht bekommen. Ich weiß das. Hier, ich habe eine Haut. Nicht anfassen! Weg von mir! Dreckige Blutmagier, in meinen Kopf einzudringen. Ich halte durch. Lieber sterbe ich.
schweigt! Ich will nichts von euch hören! Und jetzt den Fort! Immer noch da? Bisher hat das immer funktioniert! Augen zu, Augen auf! Aber ihr seid immer noch da! Verzeiht meine Vorsicht! Die Stimmen, die Bilder, so real! Hat Gregor euch geschickt? Wie seid ihr hergekommen? Gut. Tötet Aldred. Tötet sie alle für das, was sie getan haben. Sie haben uns in Käfige gesperrt wie Tiere, um uns zu zerbrechen. Nur ich bin auch übrig. Einige haben sie in Monster verwandelt. Und ich konnte nichts dagegen tun. Weitere? Wovon redet ihr da? Wo sind Irving und die anderen Magier, die gegen Aldred gekämpft haben? Sie sind in der Kammer der Läuterung. Die Geräusche, die von dort heraufdringen. Oh, Herr Bauer! Wir müssen uns beeilen. Sie sind bestimmt in größter Gefahr. Ihr könnt sie nicht retten. Ihr wisst nicht, was aus ihnen geworden ist. Sie waren von Blutmagiern umgeben, die heimtückisch auf den Geist zugreifen und die Gedanken vergiften. Sein Hass auf Magier ist so stark. Die Erinnerung an den Tod seiner Freunde ist noch zu frisch. Ihr müsst ihm jetzt ein Ende machen, bevor es zu spät ist. Rettet ihr irgendjemanden, wenn ihr dieses Risiko eingeht? Damit dieser Schrecken endet, damit keine Abscheulichkeit und kein Blutmagier überleben, müsst ihr da oben alles und jeden töten. Danke. Ich wusste, ihr würdet Vernunft walten lassen. Vernunft? Was ist daran vernünftig? Begreift ihr die Gefahr überhaupt? Ich kenne die Gefahren der Magie. Aber Unschuldige zu töten, nur weil sie möglicherweise Malefika sind, ist keine Gerechtigkeit. Ihr seid zornig. Ihr wisst nichts! Ich denke an die Zukunft des Zirkels von Ferelden! Ich akzeptiere lediglich die schmerzliche Wahrheit, die ihr zu ignorieren sucht. Aber was kann ich tun? Wie ihr seht, bin ich nicht in der Lage, euch zu sagen, was ihr tun müsst. Obgleich ich mich am liebsten selbst um die Magier kümmern würde. Mein Käfig hat Aldred erschaffen. Oder einer seiner Magier. Sobald sie tot sind, bin ich frei. Niemand hört zu. Immer erst, wenn es viel zu spät ist. Möge der Erbauer auf euch herabblicken. Ich hoffe, euer Mitgefühl wird nicht unser aller Untergang.